Hallo und herzlich willkommen hier zur geheimnisvollen Insel Zurückkehr, also Teil 2. Es geht weiter hier. Ja, Leute, hier hat sich ja einiges auf der Insel auch verändert. Das Wasser ist gestiegen, der Vulkan hat hier ein bisschen, hier ist ausgebrochen und so weiter. Wir sind jetzt immer noch so ein bisschen, jetzt mittlerweile können wir Miner steuern. Die haben wir wieder aufgepäppelt jetzt hier und können mittlerweile mit ihr die Welt weiter erkunden noch, ne? Aber wie gesagt, wir sind im Moment da noch in der Phase, dass wir jetzt Gegenstände zusammensammeln, was wir jetzt hier mit Chap nicht zusammensammeln konnten. Ah ja, und das sind noch die Blutspuren von ihr. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Blut verloren habe. Ja gut, es hat halt ein bisschen getropft, dann bei der, auch bei der Bewegung, ne? Die habe ich... Ja, aber die Spuren, die waren schon da, die habe ich mit Chap eigentlich aber gar nicht drauf eingegangen. So... Ja, wir müssen eigentlich den Roboter sammeln. Kapitän, Notfall, Kapitän. Dieser Roboter. Ich habe ihn an Bord der Nautilus angetroffen. Er hält mich noch immer für Captain Nemo. Ah, das ist doch Explosion, perfekt. Explosion, dringender Notfall, Insel, Gefahr. Hä? Was für eine Gefahr? Kommunikationskanäle benötigt, Reparaturen zerstört. Dieser Roboter ist total durchgeknallt. Wenn ich ihn nicht repariere, werde ich nichts Nützliches von ihm erfahren. Okay, ich würde sagen, sein Antigrav-Modul ist kaputt oder so. Also der Roboter kennt uns ja noch. Wir haben uns ja in der Nautilus für Captain Nemo ausgegeben dann. Haben sein Rätsel gelöst, beziehungsweise ihm was vorgespielt. Ihr wart ja dabei. Jeder Demontageversuch ohne Eingabe des korrekten Codes führt zu meiner sofortigen Selbstzerstörung. Die Explosion verursacht schwere oder tödliche Verletzungen aller Umstehenden. Okay. Also das dürfte wieder so ein Rätsel sein mit der Zahl hier irgendwie. Müssen wir herausfinden, was ist. Und Also Zerstörung, wenn wir es falsch eingeben, das ist schlecht. Das bedeutet, wir machen mal kurz da zurück. Menü. Speichern. Neues Spiel speichern. So, wundert euch nicht wegen dem Datum. Die meisten, die mich kennen schon eine Weile, die wissen, ich habe halt immer schlecht Zeit, weil ich ja nebenher noch richtig arbeite. Was heißt nebenher? Hauptsächlich richtig arbeite. Und beim Job muss ich halt danach gucken, wie ich da mein Hobby noch unterbringe. Ne? Und da muss ich so ein bisschen in Vorproduktion auch gehen. Ne? So, das nur nochmal erklärt. So, also gut, dann mal schauen. 0118, also zwei Ziffern sind gleich. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Versuche man hat hier. Wir fangen mal mit einer 1 an. Na gut, das müsste eine andere Ziffer sein. Ja, da machen wir, aber es müsste die gleiche sein. Da das die gleiche ist, können wir ja hier eine andere ausprobieren. So, und bei der 8 müssten wir auch eine andere haben. Vielleicht muss man auch wieder was multiplizieren. So, das hat jetzt aber total. Das hat die Zahl geändert. Okay. Na, oder wir haben vielleicht Zeit sogar. Kann das sein? Warte mal, nee, wir müssen. Kann das sein, dass wir was aufschrauben müssen, weil hier die Schrauben. Ja, wir probieren es jetzt noch einmal, ob wir irgendwie den Zahlencode hier knacken können. Achter, ja gut, Achter waren auch keine 3 oder 4er, ne? Die Zahlen hier unten, also die Lichter werden hier gar nicht anders. Wir müssten ja jetzt schon per Zufall was getroffen haben oder so, oder? Warte mal, Leute, wir probieren es mal. Wir haben ja gespeichert. Wir haben ja unseren Taschenmesser hier. Zum Öffnen und Schrauben. Jetzt. Jeder Demontageversuch ohne Eingabe des korrekten Codes führt zu meiner sofortigen Selbstzerstörung. Die Explosion verursacht schwere oder tödliche Verletzungen aller Umstehenden. Ach so, okay, wir müssen jetzt erst den Code eingeben, aber ja gut. Jetzt haben wir hier wieder eine 1. Das ist blöd, warte mal, ich gebe mal absichtlich falsch. Ah, okay, die 1 war schon mal richtig. Das heißt, bei einer 1 brauchen wir eine 1. Bei einer 4 wissen wir es nicht. Warte mal. Ah, wir können ja mal durch Multiple Choice machen. Also bei der 8 war die 2 richtig. Also bei der 1 die 1, bei der 8 die 2. Jetzt machen wir bei der 5 mal die 3.
1 die 1, bei der 8 die 2. Ja, okay, bei der 8 die 2. Bei der 0 wissen wir es noch nicht. Dann machen wir mal die 3. Und die 1 war 1. Okay. Jetzt haben wir 2 Nuller. Dann mal die 4. Bei der 6 wissen wir es auch nicht. Komm, machen wir auch mal eine 4. Bei der 4 wissen wir es eh nicht. Warte mal, so. Also 0 ist die 4. Okay, alles klar. 4. 7 wissen wir jetzt eher auch wieder nicht. Die 8 war die 2. Hätte ja passen können. 9 hatten wir auch noch nie. Die 0 war die 4. 8. 8 war 2. 7 hatten wir nicht. Ich hätte mir das jetzt aufschreiben müssen. Ne? 2, 7 weiß ich jetzt nicht. Die 0 war die 4 und die 6. Die 6 ist eine 3. Okay. 6 ist eine 3. Ah, Leute, das wird mir jetzt langsam zu viel. Ich brauche mal einen Zettel hier. Ich muss mir mal das, was ich jetzt schon weiß, notieren. Weil sonst wird es nichts mehr. Also 1 war 1. 2 weiß ich gerade nicht mehr. Die 8. Warte mal, die 8 war die 2, ne? Die 6 war eine 3. Die 0 war eine 2. Hat man sonst noch was? Weiß ich jetzt gerade nicht. Also 0 war eine 2. 6 war eine 3. 5 haben wir noch nicht. Hat man bei der 5 ja mal eine. Ja, gut, 4 bringt uns ja nicht weiter. 4 hatten wir, glaube ich, auch schon. Nee, 0 war nicht die 2. 0 war die 4, genau. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, okay. 8. 8 war die 2, genau. Und 0 war die 4. 1 war die 1. Die 2 wissen wir nicht. Machen wir mal eine 6 dafür. Okay. Jetzt haben wir es. 9 haben wir auch noch nicht. Dann haben wir mal eine 7 für 0. Was haben wir? 0, die war die 4. Meinen, wir geben den Code zu oft falsch ein. Ich habe gedacht, der zerstört sich jetzt da sofort, aber ja. Bei der 7 wissen wir es nicht. Dann haben wir mal eine 8. Bei der 6 war es die 3. Aha, keine neue Zahl. Die 1 ist gleich. Die 8 war die 4. Nee, nicht die 4, die 2. Die 5 hatten wir noch nicht. Machen wir mal eine 8 dafür. Okay. Hat auch nichts gebracht. 1 die 1. 4 wissen wir nicht. Wir nehmen mal eine 3 dafür. Die 8 war eine 2 und die 0 war eine 4. Hätte ja passen können. Okay, 4 haben wir noch nicht. Nehmen wir mal eine 5 für die 4. Die 6 war die 3. Null. Ich überlege gerade, ob man das jetzt irgendwie rauspudeln könnte. Null. Null war. Ja. Und die 8 war die 2. Wir werden es jetzt werden wir es kriegen. Ich wollte gerade sagen, wir werden es irgendwann rauskriegen, dass die Kombination passt. 8 ist eine 2. 6 war eine 3. Die 0 war eine 4 und die 8 war eine 2. Genau, jetzt haben wir es. Sehr schön. Hoppala. Okay, ich habe den Roboter deaktiviert. Der schwierigste Teil steht noch aus. Seine Schaltkreise reparieren. Okay, die schaltenden Kreise reparieren. Alles klar. Ich mache aber noch mal ganz kurz hier eine Sicherung. Speichern. Eichern. Speichern, eieiei. So, das Messer in die Hand genommen. Jetzt muss ich die Platte abschrauben. Ja, machen wir. Mäp und mäp und mäp und mäp. Mäp. Gott sei Dank sieht es nicht zu fest, dass er abreißen oder so.
Messingschreibende. Frech empfinden, binär Kapitän. Ach, er spuckt nur Mist aus. Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich meine Finger in sein Gehirn gesteckt habe. Oh, hier ist einiges kaputt, so wie das raucht hier. Okay. Da sind immer so Lichtchen dran an den Bauteilen. Und da können wir nichts dran machen hier, oder wie? Ah, mit dem Finger geht's, na, okay. Ja, wie soll das hier funktionieren? Wir haben hier drei Pünktchen. Dann ist das ein Bauteil. Wenn, da hätten wir auch wieder drei Pünktchen an dem. Ja, aber... Oh, die Komponenten sind kaputt. Ich muss sie ersetzen. Ja, wie? Wir haben ja nichts. Aber stopp. Wir haben was. Am Strand ist noch einer gewesen. Vielleicht kriegen wir da noch Bauteile raus. Gut, alles klar, weil wir haben jetzt keine neuen Bauteile. Wahrscheinlich müssen wir mal gucken, welche Punkte die haben, und dann müssen wir das so hindrehen, dass es wieder passt. So, okay. Am Rest von seinem Zeug hier können wir nichts machen. Gut, also gut. Aber jetzt möchte ich mal ganz kurz, da wo der Affe in Nöten war. Wow, hier ist es ganz schön heiß gewesen. Glücklicherweise ist die Lava nicht über die Schlucht hinausgekommen. Ja. Unsere Rankenbrücke ist kaputt. Ja, was heißt Rankenbrücke? Es war ja eh nur so eine... War halt eine Hängebrücke. Jeb kann ja rüber, aber es bringt uns halt nichts, ne? Da, warte mal, kann ich da? Ne, kann ich nicht. Die Ratte oder Maus, was da mal lag, die ist nur noch ein Skelett. Die Schlange hat sich hier verschlängelt, verflüchtigt. So, dann gehen wir mal hier an die Quelle, an die heiße. Da kann ich eigentlich hier am Gummibaum noch irgendwas machen. Es kommt kein Sirup mehr heraus. Zu dumm. Okay, kein Gummi mehr. Ja. Der Gummibaum ist trocken, wenn man so will. Ja, der Edwerk hat gesagt, wir machen einen anderen Riss irgendwo rein an den Baum. Aber Messer haben wir ja auch nicht wirklich. Die Quelle. Heißes, schwefeliges Wasser nicht trinkbar. Ja. Gibt ja auch so Schwefelquellen. Zum Baden hier oder so. Soll eine heilende Wirkung angeblich haben. Ja, natürlich soll er mal das Wasser nicht trinken. Stinkt natürlich wie Eierschalen. So. Mal umgucken hier. Nein, das wollte ich gerade nicht. Wir müssen natürlich auch noch Feuer machen, ich weiß. Momentan haben wir aber noch keinen Feuerstein gefunden, mit dem wir Funken erzeugen können. Das fehlt nämlich noch. Wir brauchen eigentlich Metall und einen Funken erzeugenden Stein. Ach, guck an, die Schildkröte ist weitergekommen. Seltsam, dass sie nicht versucht zu fliehen. Normalerweise legen Schildkröten ihre Eier am Strand. Sie verlassen das Ufer nicht. Ja gut, damit der konnte ich mal schon vorher nichts machen. Die lassen wir einfach auch mal in Ruhe hier, aber das jetzt hier hochgekommen ist schon. So, hier sind diese komischen Laserdinger da. Elektrische Kanonen. Die Steuerung einer Falle, die ich entschärft habe. Ja. Können wir da was machen? Alle Lampen sind aus. Ein Stromkreis muss durchgebrannt sein. Okay. Können wir da was machen? Ah, das können wir aufschrauben. Warte mal, vielleicht gibt es da Schaltkreise auch drin. Schaltende Kreise. So, Schraube. Eiert hier raus. Ja, das ist auch kaputt, okay. Mehr kann man hier nicht aufschrauben. Ich hätte jetzt hier noch mehr aufgeschraubt. So. Okay. Ja, die sind halt auch. Die müssen wir auch auswechseln dann. Weiß nicht, wofür wir das hier nochmal brauchen werden hier. Die Steuerung oder so. Weil damit ist es ja inaktiv hier. Aber ja, gut. Es ist ja eine Art Sicherheitsmaßnahme hier auch, ne? Dass hier nicht jeder Hinz und Kunz rumlaufen kann. Im Prinzip so eine Art Laserfalle, wer eben nicht berechtigt ist, falschen Code hat, der wird hier, ja, verbrannt, wenn man so will, zerstückelt. Der Wasserspiegel ist angestiegen. Ja, der Spiegel, und ich spiegel jetzt hier, doch, das spiegelt ein bisschen, aber das sprudelt dieser so schön. Wasserfall. Das Wasser des Sees strömt durch die Fenster des Granithauses ins Meer. Ja, richtig erkannt.
Die Möwen kreisen, okay. Das bedeutet eigentlich normalerweise, dass da was ist. Zu fressen oder so. Da haben wir noch ein Teleskop des Sextanten. Ja, aber das ganze Ding ist doch ein Sextant. Durchnässte Karten, kaputte Instrumente. Das Einzige, was sich zu retten lohnt, ist ein Teleskop eines Sextanten. Die Linse könnte mir noch nützlich sein. Ja, eventuell als Feuerquelle. Also, dass man da wieder mit der Lupe praktisch dann, also mit der Linse, einen Feuerstrahl fokussieren vom, ich meine natürlich einen Lichtstrahl von der Sonne, so einen Feuerstrahl hier sozusagen machen dann. Ein Roboter, den ich neutralisiert habe. Das war nicht einfach. War der nicht schon kaputt am Anfang? Einer war, glaube ich, schon kaputt. So, dann gucken wir doch mal. Damals Nemo, genau, da haben wir mal was eingegeben. 1000, okay. Ja, jetzt brauchen wir wieder unser MacGyver-Werkzeug. Den Sextant legen wir hier rein. Das Taschenflaschenmesser hier nehmen wir hier mit. So. Quietsch, 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 quietsch. So, da sind die ganzen Bauteile noch intakt. Teil eines Schaltkreises, eines schaltenden Kreises. Hier können wir das uns ja schon mal angucken, wie das vielleicht geht. Also wir haben hier drei Punkte, dann haben wir hier drei Punkte und dann ist hier ein Punkt, das passt da dazu und da dazu. Da haben wir zwei Punkte, also müssen die zwei Punkte hier auch wieder passen. Und dann geht es so weiter. Hier sind zwei Punkte, hier ist ein Punkt, da sind drei Punkte, das muss auch wieder aneinander passen hier. Ein Punkt nach oben, ein Punkt nach da drüben, zwei Punkte nach unten. Es muss halt in sich dann wieder, wenn das hier eben dann hier eine Kette ist sozusagen, wie hier. Da haben wir immer drei Punkte, die, ja, die müssen halt aneinander passen, das ist halt das Problem, ne? Aber so, das ganze Prinzip, das was jetzt nochmal versteht, ist schon mal ganz gut. Dann nehmen wir die ganzen Dinger mal mit. Jetzt haben wir diese komischen Transistor-Dinger da. Da war der kaputte Sack, wo wir das Korn rausgeholt haben hier. Sonst haben wir hier nichts mehr zu holen. Hier ist nichts mehr zu holen. Und wenn, dann war es verstohlen. Hä? Was? Lego labert wieder Käse, ne? So, ach, die Platte liegt jetzt da, aber egal. So, Leute, ich denke mal, jetzt können wir uns erst einmal an diesem Elektrozaun da probieren. Oh nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder Leopard oder Gepard. Ich weiß nicht, ist glaube ich Leopard von der Feldzeile her. Da kenne ich mich nicht so richtig aus, Leute. Bitte, pardon, aber ja. Wir können die Schildkröte hochgeben. Dann wir probieren es mal an dem Ding hier aus. Weil das müsste einfach sein. Warte mal. Wir brauchen die Bauteile. Auto. So. Elektrische Teile. Gehirn eines Robots von Nemo. So, okay. Was haben wir hier? Wir brauchen 3, 1 und unten 2 und wieder 3. Delete. Ich hoffe halt, dass wir jetzt nicht die Teile verspielen, die wir dann für den Roboter brauchen. Ja, hätten wir jetzt abspeichern können. 3, 3. Nee, das ist nur einer. Nee, das passt auch nicht. Das passt, oder? 3, 3, unten 2, oben 1. Ja, das passt, das leuchtet. Was haben wir hier? 1 und 1, nee, 1, 1, 1 und 3 an der Seite links. Das müsste das Bauteil sein. Ja, passt. Weiß nicht, ob die Nasen auch hier, hier sind ja rechts und links solche Nasen, ob das auch sein kann, dass es aber deswegen nicht passt. So, 2 links, unten 3, dann jeweils 1. 2 links, wo haben wir 2 links? Da. Nee, das passt nicht. 2 links, ist aber überall 2. Das hier, oder? Ja. Haben wir es repariert? Ja oder nein? Aber man kann die Ding. Man kann. Ne, es leuchtet nicht. Hier, ah, ne, unten waren 3. Okay, also man kann hier schon Fehler machen, aber das wird nicht gleich durchbrennen. Warte mal, unten waren es 3. Ah ja, pardon, das habe ich übersehen. Das ist verkehrt rum. Dann ist es der da.
Ah, jetzt hat ein bisschen. Okay. Funktioniert das jetzt wieder? Oder was? Das hat hier auf jeden Fall gezischt. Hä? Aber das stimmt doch. Das stimmt doch, weil hier hat es gebitzelt hier gerade. Hier bitzelt's. Okay. Merkwürdig. Müssen wir hier ein anderes Teil reinsetzen, weil irgendwie das nicht passt. Das kann ich aber nicht glauben, oder? Elektrische Kanonen. Das scheint aber noch nicht zu funktionieren, Leute. Überprüfen wir hier mal ein anderes Teil. Nee. Aber was mit unten 2 und rechts und links 3? Nehmen wir mal das Teil. Okay, nee, das funktioniert aber auch nicht. Weil das leuchtet hier ja nicht. Also ich glaube schon, dass wir richtig waren mit dem anderen Teil. Als sonst. Das muss ich mir das tatsächlich nochmal anschauen. Ja, hier macht es immer bzzzt. Oder ist es was? Aber da kann man ja nichts. Ah, doch, wir können. Da müssen wir hier den Strom wegnehmen erstmal. Ne, es macht immer bzzzt. Warte mal, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir lassen es mal. Wir gehen mal zum Roboter. Ne, das hat. Ah, ne, wir müssen. Ah, shit. Wir kommen hier nicht durch. Also müssen wir doch irgendwas mit den Dingern hier machen, oder? Elektrische Kanonen. Ach, Mann. Ihr habt doch keine Ahnung, Leute, warum das Ding nicht funktioniert. Gibt ihr immer einen kurzen anscheinend. Vielleicht müssen wir mal gucken, wo diese Abnehmer hier sind. Also hier gibt es immer einen kurzen hier drüben irgendwie. Das vielleicht so hindrehen, dass es hier keinen kurzen mehr geben kann. Ach, es sind auch noch Dreher. Das sieht man ja jetzt gar nicht mehr hier. Ah! Okay, es geht. Ich habe nicht. Okay. Verloren? Ich habe einen Fehler gemacht anscheinend. Okay. Ja, gut, jetzt habe ich an den Dingern rumgeschraubt wie ein Blöder. Das ist natürlich auch blöd, ne? Das war jetzt blöd. Und gespeichert habe ich jetzt an dem Punkt halt nicht mehr. Ich sehe das nicht richtig hier. Jetzt müssen wir es halt wieder hindrehen, dass es passt. Jetzt müssen wir halt nochmal laden, da wo der Roboter war. Und hier sehen wir es halt jetzt nicht, weil die Lampen hier im Weg sind, ne? Warte mal, warte mal. Wir nehmen mal kurz das eine raus. So. Jetzt sehen wir nämlich wieder. Jetzt stellen wir den Pfad wieder her hier, was wir da durcheinander gebracht haben. Oder das braucht eine Verbindung. Warte mal, das hat jetzt ja hier. Ja, das muss auf jeden Fall so.
Da haben wir keine großen Optionen. Das geht durch, das geht durch. Das geht nicht durch. Aber jetzt wird es durchgehen. Das geht noch nicht durch. Das passt jetzt aber trotzdem nicht. Hätte ich es nur gelassen, wie es ist. Aber nein, Lego muss ja immer rumspielen. So, jetzt hat er. Jetzt hat er es, glaube ich, korrekt. Ja, jetzt hat jedes eine Verbindung zu dem Mittelpfad hier. Ich denke, so geht's. So, jetzt machen wir das eine Bauteil rein wieder. Das ist es, ja. So, alles leuchtet grün, perfekt. Müssen wir das jetzt wieder zuschrauben? Ne, okay, zuschrauben müssen wir nimmer. Und jetzt? Okay, bip, 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 bip. Elektrische Kanonen. Okay. So. Ich muss die Falle scharf machen. Dann muss ich nur noch den Jaguar anlocken. Die Falle steht unter Strom, aber sie ist noch nicht scharf. Die Falle steht unter Strom, ist noch nicht scharf? Wie mache ich die Falle scharf? Das ist die große Preisfrage. Elektrische Kanonen. Ja, ich habe doch hier alles getan, was zu tun ist, oder? Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist es kaputt, ne? Warte mal, machen wir mal kurz noch einmal Menü. Speichern, das Sache gefällt mir nämlich nicht. So, wenn ich jetzt hier was verändere. Ich muss hier was... Ah ja. So macht mich also scharf. Jetzt habe ich nämlich einen Laserstrahl und die Kanonen haben geschossen und jetzt ist der Leopard am Arsch. So. Jetzt machen wir wieder alles grün, damit nichts passiert. So, jetzt ist es grün. Jetzt passiert nichts mehr. Elektrische Kanonen. Jawohl. So, wo ist jetzt der Leopard? Oder Gepard, ich weiß es nicht. Hat es den jetzt hier vernichtet oder ist der jetzt tot? So, hat es jetzt irgendwas hier getan? Na gut, der Leopard ist weg. Aber das ist gut so. Ja, dann geht's auf weiter zum Roboter. Ne, das war hier verkehrt. Hier sind wir richtig. So, jetzt hat er. Sollen wir nochmal speichern? Ah, nee, wir lassen es diesmal. So, die Bauteile. Ja, jetzt, da wird es wahrscheinlich komplizierter, weil jetzt haben wir da immer wieder Sachen, wo wir ganz sicher sein können, ist zum Beispiel hier, da haben wir Vorgaben. Ich weiß nicht, ob die Teile dann irgendwie aufgehen müssen hier. Ja, dass das reicht. Also hier haben wir nur 1, 1, dann 2 und 3. Vielleicht müssen wir die auch nochmal aus dem Gerät jetzt dann wieder rausholen. Es ist ja möglich, weil die Falle haben wir ja jetzt nur mal kurz gebraucht. Wenn wir die nötigen Bauteile nicht mehr haben, müssen wir es halt wieder rausfudeln hier. So, das haben wir jetzt da. Das passt. Das ist so ein bisschen wie Sudoku jetzt, ja. Weil hier habe ich jetzt zwar auch 1 und 2 und 3. Wir haben aber mehrere Optionen. Hier kann zum Beispiel 1, 2 und 3 ja am Ende sein, ne? Das ist das kleine Problemchen, das ich jetzt habe, dass ich das jetzt hier eben zurückverfolgen muss.
Wenn hier haben wir zum Beispiel 3 und 1, da hätte ich zum Beispiel das Teil, hätte das Teil. Dann hätte ich noch das anzubieten. Also da haben wir sehr viele Combinations. Wie ist denn das hier? Ne, wir brauchen 3 auf der linken Seite und 1 und 2. Da hätten wir zum Beispiel das hier. Also das Teil können wir ja mal hier ein. Anweisung 2010-1 Schild sofort abschneiden, das uns von der Außenwelt deaktiviert. Schild abschalten. Ach so, okay. Wenn der was labert, war es vielleicht sogar richtig. Hätte man da noch ein Teil, wo passen hätte können. Nee, so wie ich das sehe, war das das einzige Teil. Oder? Ja, doch, das war das einzige Teil, was war jetzt hier. In der Richtung hatten. Sei denn hier in der Laserschranke, ne? So, jetzt geht's weiter. Jetzt brauchen wir hier wieder 3. Jetzt bräuchten wir hier 2 am Rand. Unten 3. 2 am Rand. Links. Das ist alles 3. 3, 2, 1. Meins. So, ja, das würde passen. 2 und 2 und 1. 2 und 2 und 1, das würde passen. Aber noch 1. Ja, wir haben hier noch 2 und 2 und 2 und 1, 1. Da müssen wir jetzt mal gucken, wenn ich das einsetze, habe ich wieder 2 auf der linken Seite, brauchen 3er unten. Auch hier ein Einser und ein Einser. Das würde hier, glaube ich, nicht funktionieren, oder? Wir haben hier ein Dreier, ein Zweier, ein Einser, ein Dreier. Das geht nicht. 3, 3, 3 überall und 2. Ne, das Teil ist, glaube ich, nicht das korrekte Teil. Dann nehmen wir mal das hier mit den Einsern. Da haben wir ein Dreierteil unten und überall Einser dran. Das passt halt nicht. Das kann aber schon halt von Anfang an vorne ja nicht passen, ne? Aber ich denke mal, dass es uns nicht so schwierig machen wollen. Ja, wen das natürlich nicht interessiert, der kann überspringen. Aber das gehört zum Spiel, dass man hier das Rätsel löst. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch wieder die Spezialisten unter euch, die es relativ fix gelöst haben. Und ich glaube tatsächlich aber auch, wir müssen vielleicht nochmal aus dem Gerät da die Dinger rausziehen, aus dem anderen. Hier haben wir nochmal einen Punkt, wo wir schon sicher festlegen können. Hier haben wir 1 und 1 und 3. Da könnte zum Beispiel das Teil passen. Haben wir noch irgendwo 1 und 1 rechts und links? Oben und rechts meine ich natürlich. Mit 3 drüben, so wie es ausschaut, nicht. Mir fehlt 1849-3. Meine eigene mechanische Unversehrtheit aufrechterhalten, sofern sie den ersten beiden Gesetzen nicht widerspricht. Okay, das ist zwar kaputt gegangen hier, das Teil. Das ist blöd. Das hat's durchgeraucht. Toll! Bedeutet es, ich muss noch einmal resetten und. Weil, wenn das Teil durchraucht, dann haben wir das ja nicht mehr. Das ist schwierig, Leute. Aber das eine Teil hat es zerstört, ne? Ja, das ist weg. Das hat es durchgeraucht.
Warte mal, können wir da weitermachen? Vielleicht raucht es da noch eins durch. Vielleicht muss ich halt nochmal laden. Hätte ich halt doch nicht. Aber ja, gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. Hier können wir noch was einsetzen. Ja, das würde passen. Hier können wir entweder was. 3 und 3. Unten und links. Nee, rechts. Andere links. 3, 3, nee, das geht nicht. 3 und 3 und 3. Lop. Haben wir nicht mehr. Da haben wir gar nicht, oder? Doch. Da. Bup, was heißt denn Bup? 1 und 1 und 1, okay. Haben wir sowas? Ja gut, wir haben eins. Hier, das hier. Ja. Jetzt haben wir hier ein Problem, da brauche ich auch wieder nur 1 und 1 und 1 und 1. Das haben wir aber nicht. Das haben wir nicht. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen hier mal eine Pause und machen das nächste Mal dann frisch und munter weiter. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Lego. Bye, bye.